auf nach Lyon, an die Solutrans. Bonjour, mesdames, messieurs, et une cordiale bienvenue à bord de notre TGV en direction de Mulhouse, Dijon et Paris, Gare de Lyon. Was für die Schweizer die Transport CH in Bern ist, das ist für die Franzosen die Solutrans in Lyon. Auch sie findet nur in den ungeraden Jahren im November statt, dieses Mal vom 21. bis 25. November 2023. Da die Solutrans alternierend zur IAA Transportation in Hannover durchgeführt wird, darf sie jeweils als größte Messe für leichte und schwere Nutzfahrzeuge des Jahres bezeichnet werden, zumindest in Europa. Mehr als 64.000 Besucherinnen und Besucher wurden 2023 gezählt. Das sind 14.000 mehr als bei der letzten Durchführung im 2021. Davon seien fast 15.500 von außerhalb Frankreichs angereist, also rund einer von vier Besuchern. Die Solutrans hat sich auch deswegen international einen Namen gemacht, weil hier alle zwei Jahre die begehrtesten Auszeichnungen der Transportbranche verliehen werden, nämlich die renommierten Trophäen International Truck of the Year, International Truck Innovation Award, International Van of the Year und International Pickup Award. Bei allen vier Auszeichnungen sind übrigens auch wir von Tiertrans News Teil der Jury. Dieses Jahr konnte Lyon mit einer ganz großen Weltpremiere aufwarten, nämlich mit der erstmaligen Enthüllung des nach 14 Jahren komplett neu entwickelten Renault Master. Sofort ins Auge fällt die neue, muskulöse Front als Teil des markanten Aerovan-Design für bessere Windschlüpfrigkeit. Der neue Master ist das erste Nutzfahrzeug von Renault mit dem neuen Logo und Markengesicht. Die vierte Generation des über 3 Millionen Mal verkauften Full-Size-Transporters ist dank flexibler Multi-Energie-Plattform für Verbrennungsmotoren, rein batterieelektrischen Betrieb und zu einem späteren Zeitpunkt auch für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen ausgelegt. Mit an Bord sind 20 Fahrerassistenzsysteme und modernstes Infotainment. Zum Marktstart im Frühjahr 2024 sind vier Dieselmotoren mit 105 bis 170 PS sowie zwei Elektrovarianten mit 96 und 105 kW, also 130 und 143 PS, verfügbar. Dabei bietet der neue Master zwei Antriebsbatterien mit 40 und 87 kWh Kapazität und bis zu 410 km WLTP-Reichweite. Grundsätzlich hat der Kunde die Wahl zwischen Vorder- und Hinterradantrieb. Allrad wird wie bisher über die bewährten Umbaupartner nachgerüstet. Neben den verschiedenen Antriebsmöglichkeiten definieren zahlreiche Aufbauvarianten und Umbaumöglichkeiten sowie bis zu 22 Kubikmeter Ladekapazität die Vielfalt des neuen Master. Trotz kürzerem Radstand ist der Innenraum nämlich 10 cm gewachsen und die seitlichen Schiebetüren und damit auch der Zugang zum Laderaum, sind um 4 cm breiter. Selbstverständlich ist auch das Dashboard oder Cockpit komplett neu. Wir sehen hier digitale Anzeigen, Multifunktionslenkrad aus dem PW und natürlich totale Konnektivität von A bis Z, wie sie allerdings einzelne andere Marken in ihren Transportern auch schon bieten. Noch keine Revolution, aber immerhin Innovation gab es auf dem benachbarten Stand von Hyvia zu sehen, dem Wasserstoffprojekt auf Basis des Renault Master. Ganz frisch wurde hier die zweite Generation des Brennstoffzellentransporters präsentiert. Sie basiert wie die zum Vergleich ebenfalls auf dem Stand gezeigte erste Generation zwar noch auf der aktuellen Version des Renault Master, verfügt aber über eine andere Fahrzeugarchitektur. Das heißt, die Wasserstofftanks befinden sich nicht mehr auf dem Dach, sondern unter dem Laderaumboden, was die Höhe des Fahrzeugs drastisch reduziert und es so deutlich alltagstauglicher macht. Den ganz neuen Renault Master, den wir vorhin als Weltpremiere gesehen haben, soll dann zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit Wasserstoffantrieb bestellbar sein. Voraussichtlich ab 2025 wird er dann direkt in der Fabrik in Batilly verbaut. Hier noch etwas zur Technologie. Wir sehen einen der Wasserstofftanks und hier das Package der Tanks im Fahrzeugboden. Mobilize ist eine der vier Marken der Renault Group. Bento heißt der hier erstmals gezeigte seriennahe Prototyp eines letzte Meile Auslieferungs- und Dienstleistungsfahrzeugs.
Er wird batterieelektrisch angetrieben, fährt bis zu 80 Stundenkilometer schnell und bis zu 140 Kilometer weit, ist zu 95% rezyklierbar und besteht selbst zu 50% aus wiederverwendeten Materialien. Die Box am Heck lässt sich individuell konfigurieren, allerdings nicht von Mobilize selbst, sondern wie wir es aus der Transportbranche kennen, von spezialisierten Aufbauanbietern und Ausrüstern. Nun, wer könnte denn die Zielgruppe für einen Bento sein? Am naheliegendsten scheinen Pizzakuriere und andere Restaurant-Lieferdienste. Der Bento kann aber auch zur reinen Personenbeförderung eingesetzt werden, etwa von Spitex-Mitarbeitenden, die zu ihren Kunden fahren. Auch Fahrstuhltechniker passen ins Profil, denn in der Regel brauchen sie nur wenig Werkzeug mitzubringen, um einen stehengebliebenen Fahrstuhl wieder in Gang zu bringen. Traditionell beherbergt die Solutrans eine Vielzahl von Aufbauern und Ausstattern, darunter viele aus dem Bereich Transportkühlung, aber auch Anhänger und Spezialauflieger sind zu sehen. Schließlich wird diese Messe vom französischen Karosserieverband ausgerichtet. Auf einem mehr als 900 Quadratmeter großen Stand präsentierte Renault Trucks seine Lösungen für den CO2-freien Transport, die auf drei Säulen basieren. Das sind erstens LKWs mit immer höherer Energieeffizienz, zweitens 100% elektrische Lösungen für einen emissionsfreien Transport und drittens die Lebensdauer seiner Fahrzeuge im Rahmen eines Kreislaufansatzes zu verlängern. Stellantis hat kürzlich die Optik aller Modelle seiner Nutzfahrzeugmarken gleichzeitig überarbeitet und ihnen auch einige technische Updates verpasst. An der Solutrans traten aber nicht die einzelnen Marken auf, sondern die Dachmarke Stellantis selbst. Der Fiat E-Ducato repräsentierte den größten Transporter im Angebot, der Citroën Ami den kleinsten. Und wem das noch immer zu viel Auto war, für den gab es dazwischen Lastenräder zu sehen. Denen begegnete man übrigens immer mal wieder auch an anderen Ständen. Gerade für Fahrzeugbauer, die gerne mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen und beispielsweise maßgefertigte GFK-Teile benötigen, gab es hier manch interessanten Aussteller zu besuchen. Und natürlich ist auch in Frankreich Ladeinfrastruktur ein Thema, denn wie sonst soll die Elektrifizierung von schweren Nutzfahrzeugen vonstatten gehen, wenn nicht mit einem einhergehenden dichten Ladenetz? Der DAF XB war zwar keine echte Premiere, aber er war hier erstmals in Frankreich ausgestellt, und zwar als Fahrgestell und in der Elektroversion. Für die in der Türkei hergestellten schweren Ford Trucks war die Solutrans immer schon eine wichtige Plattform, um ihre Modelle zu zeigen. Diesmal hat Ford Otosan die F-Line mitgebracht. Sie ist unterhalb des Flaggschiffs F-Max angesiedelt. Mit der F-Line bietet Ford Trucks wie beim Vorgänger neben etlichen Fahrgestellen und Sattelzugmaschinen wiederum auch spezifisch auf den Baustellenverkehr ausgerichtete Modelle. Diverse äußere Designelemente sind aus dem F-Max abgeleitet, dazu kommen Verbesserungen beim Zugang durch breitere und neu ausgerichtete Trittstufen sowie eine bessere Sicht aufs Verkehrsgeschehen dank neuen Seitenfenstern und einem neuen Außenspiegeldesign. Auch im Interieur wurden viele Elemente optimiert, wie die neuen Sitzbezüge, das neue Multifunktionslenkrad, aber auch das Layout und die Gestaltung der diversen Schalter und Tasten. Ford Trucks bemüht sich weiterhin, sich in ganz Westeuropa offiziell anzusiedeln. Mit potenziellen Partnern in der Schweiz laufen aktuell Verhandlungen, wie uns auf Anfrage bestätigt wurde. Mehr zur F-Line, wie übrigens auch zum neuen Renault Master, lesen Sie in der jetzt erhältlichen Dezember-Ausgabe der Tiertrans News. Der gesellschaftliche Höhepunkt der Solutrans bildet traditionell der Galaabend mit bis zu 1000 Gästen, die gleichzeitig unterhalten und verpflegt werden wollen. Hier feiert sich die heimische Branche und hier werden auch die renommierten internationalen Auszeichnungen Truck of the Year, Truck Innovation Award, Van of the Year und Pickup Award verliehen. Und nach einem reichhaltigen Gourmet-Dinner schwelgen die Franzosen zu einem ihrer nationalen Superstars. Diesmal war es Patrick Bruel, der die Herzen verzückte. Eines muss man den Franzosen lassen. Sie wissen, wie man Feste feiert. Vive les chansons, vive la France, vive Solutrans.